Freitag 2020, wirklich ohne Gottesdienst, feiern Sie heute mit uns online. Wir Pfarrerinnen und Pfarrer aus dem Dekanat Landau fühlen uns mit Ihnen verbunden und laden Sie ein zu diesem Kurzgottesdienst aus der Landauer Stiftskirche. Wir feiern ihn im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lesung aus 2. Korinther 5. Paulus schreibt: Was mich treibt, ist die Liebe, die ich von Jesus empfange. Der neue Maßstab ist, weil einer für alle gestorben ist, kommt sein Tod allen zugute, und wir alle sind tot für unsere früheren Verstrickungen und Belastungen. Weil der Messias Jesus für alle gestorben ist, dürfen wir unser Leben jetzt ihm unterstellen. Von jetzt ab hat sich unsere Beurteilung von Menschen grundlegend geändert. Der Maßstab ist nicht mehr das, was äußerlich Eindruck macht. Alle, die mit Christus verbunden sind, sind wie neu geschaffen. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Der Ursprung dafür liegt bei Gott, der Jesus Christus gesandt hat, damit er zwischen ihm und uns Versöhnung stiftet. Amen. Karfreitag, das bedeutet, dass etwas geschieht, das meinen Alltag, meine Pläne komplett durchkreuzt. Das echte Leben, wenn es ganz hart kommt. Ungeschminkt, schutzlos, machtlos, mit dem Rücken am Kreuz zu stehen. Aus eigener Kraft keinen Ausweg zu sehen. Nichts tun zu können, außer durchhalten. Und dann loslassen, sich fallen lassen und darauf vertrauen, dass da einer ist, der mich hält. So kann aus durchkreuzten Plänen Neues entstehen. Karfreitag heißt aushalten. Das Leben, Leid, den Tod. Das ist so. Daran können wir nichts ändern. Ich schaffe das, weil ich Ostern sehe. Weil ich die Hoffnung habe auf ein neues Leben, eine neue Zeit. Karfreitag 2020 ist ein schwerer Tag. Aber Hoffnung ist da. Hoffnung, die wir uns gegenseitig schenken können, mit ganz wenigen Worten. Die Hoffnung auf eine Zeit nach der Krise. Christus als Schmerzensmann in der Taufkapelle unserer Stiftskirche. Gezeichnet von seiner Passion steht er da. Gegeißelt, verurteilt, gefesselt, einsam von Gott und der Welt verlassen. Gezeichnet stehen auch wir da nach 3 Wochen Shutdown heute am Karfreitag. Sorgen, Ängste, Stress bei Eltern und ihren Kindern, bei Lehrerinnen und Lehrern, bei Verwaltungsleuten, Politikern, in Pflegeheimen, in Krankenhäusern, auf Intensivstationen, bei Trauernden. Der Schmerzensmann kennt das alles. Gott kennt das alles. Er ist bei uns bei dem, was ist und was kommt. Wir sind auch jetzt nicht Gott verlassen. Das ist gut. Das Elend dieser Welt im Blick wenden wir uns an Gott. Du bist bei denen, die leiden. Du bist bei den Kranken und Sterbenden. Bei den Schwestern und Pflegern, den Ärztinnen und Ärzten, die an ihre Grenzen kommen
und schwere Entscheidungen fällen müssen. Lass sie und uns spüren, dass du uns nahe bist. Das Leid dieser Welt tragen wir vor dich. In Syrien, in Afghanistan, in den Flüchtlingslagern. Dass du zu uns hältst, dass der Karfreitag nicht aller Tage Ende ist. Dafür danken wir dir. Amen. Und alles, was wir in diesen Tagen sonst noch auf dem Herzen haben, wollen wir einfließen lassen in das Gebet Jesu, damit seinem Kreuz all unsere Kreuze mit in den Tod genommen und ins Leben getragen hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleiben Sie von Gott behütet und gesegnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Amen.